Neben der Filmverwaltung stellt der DVR-Provider auch einen OPMP-Server dar. Er ist folglich in der Lage, einen Film an einem OPMP-Player zur Verfügung zu stellen. Da ein Player einen Film nicht automatisch starten kann, muss man hier den OPMP-Server aufrufen, Film aussuchen und Film manuell starten. Habe ich meinen Film ausgesucht, so kann ich hier über den Play-File direkt die Liste meiner OPMP-Geräte aufrufen. Im Gegensatz zu normalen OPMP-Servern hat der DVR-Provider einen selektiven OPMP-Server. Das heißt, ein hier an ein Gerät geschickter Film taucht wirklich nur an diesem einen Gerät auf. Ich sende nun den Film an den normalen Player im Gästezimmer. Da dieses Gerät den Film nicht automatisch starten kann, wechsle ich hier in die Liste meiner OPMP-Server im Heimnetzwerk. Unter den verfügbaren OPMP-Servern taucht hier auch der DVR-Provider 2 auf. Der Vorteil unseres Providers, es wird nur ein Film, und zwar der gewählte Film, angezeigt. Es ist nicht so wie bei den normalen Servern, wo Sie in meterlangen Listen erst noch suchen müssen. Rufen Sie nun diesen Film auf, so sehen Sie hier auch wirklich nur den einen Film Minions. Das Technisat-Gerät startet hier sogar automatisch bereits schon eine Vorschau. Mit einem OK kann ich hier auch in den Vollbildmodus wechseln und der Film ist hier genauso bedienbar wie bei einem normalen OPMP-Server. Um nähere Informationen zu Ihren Geräten zu bekommen, gehen Sie auf geräte.henler-software.com. Geben Sie in dem Suchfeld den Gerätenamen oder den Hersteller Ihres Gerätes ein und klicken auf den Doppelpfeil. In der Spalte OPMP unter dem grünen Punkt mit Mehr Informationen anzeigen, gelangen Sie zu einer Seite, wo wir eine weiterführende Anleitung speziell für Ihr Gerät gemacht haben. Sollten Sie unter den 1500 Geräten Ihr Gerät nicht finden, so schauen Sie bitte nach einem artgleichen Gerät. Alternativ könnten Sie auch in der Bedienungsanleitung des Geräts nach OPMP, DLNA oder Smart Home Networking suchen und hier nachlesen, was Sie in Ihrem Gerät aktivieren müssen. Wenn Sie wissen, zu welcher Playergruppe Ihr Gerät gehört, schauen Sie sich später die nachfolgenden Videos an.